Das Thema Frauen im Ingenieurberuf ist ja in den Medien sehr oft schon angesprochen worden. Auch bei uns ist es so, dass wir im Stahlbetrieb natürlich erstmal von der Tradition her relativ wenig Frauen haben. Das Potenzial gut ausgebildeter Frauen ist aber da und wir möchten es auch gerne in unsere Industriebranche weiter nutzen. Um vielleicht die Berührungsängste zu nehmen, haben wir diverse Formate entwickelt, um Ingenieurinnen oder sogar Schülerinnen einen Einblick zu geben. Wie sieht es denn aus in so einem Stahlkonzern? Wie kann man da arbeiten? Gibt es schon Frauen? Wie gefällt denen das? Das heißt, wir bitten Ingenieurinnen, an Schulen zu erzählen oder auch an der Uni zu erzählen, wie sie hier zurechtkommen und wie gut sie dabei zurechtkommen und wie viel Spaß es ihnen macht, vielleicht sogar gerade als Frau hier entsprechend die Fäden zu ziehen. Um die Karriere dann noch mit zu fördern, haben wir ein neues Programm Mentoring für Frauen am Start. Da möchten wir die Ingenieurinnen oder auch aus der Verwaltung, die Kolleginnen, die schon eine gewisse Hierarchiestufe erreicht haben, noch ermutigen, weiterzugehen und den Weg bis in die obersten Spitzen auch zu suchen. Dafür gibt es Mentoren, die aus einer höheren Ebene kommen und mit Tipps, mit Informationen und mit Kontaktmöglichkeiten diesen Weg weiter ebnen sollen. Aber auch das Thema, wie kriege ich Familie und Beruf unter einen Hut? Was Ingenieurinnen oft bewegt, ist, wie kann ich das vereinbaren, wenn ich jetzt schwanger werde, ein Kind bekomme und doch in den Beruf zurück möchte? Da haben wir im Konzern sehr viele flexible Teilzeitmöglichkeiten, die nicht immer im Schichtbetrieb zum Beispiel zu integrieren sind, aber die durchaus in Projekten oder Entwicklungsaufgabenstellungen dann in einem tollen Zeitmodell untergebracht werden können. Und da suchen wir immer die individuell passende Lösung aus für die oder den Betroffenen.